Was mich als erstes interessiert, also ist jetzt so die Frage, ob ich direkt gehe oder ob ich noch bleibe. Ingalena, was kochst du? Ja, ich habe mir was ganz besonders Gesundes, aber auch Leckeres für euch ausgedacht. Bei mir gibt es heute eine Spargelcremesuppe, weil es ist ja Spargelzeit. Ich finde es auch immer wichtig, dass man regional und saisonal eben auch isst und nicht jetzt irgendwie im Juli dann Rezepte oder Lebensmittel aus sonst wo einfliegen muss. Wir machen eine Spargelcremesuppe. Als Hauptgericht wird es dann, den müssen wir leider doch wahrscheinlich einfliegen, ein Wildlachsfilet geben mit Ofenrosmarinkartoffeln und frischen Bohnen. Jetzt ist auch Bohnenzeit. Wir brauchen aber die Kräuter und die Gewürze, die sind gut für uns. Wildlachs ist super mit Omega-3 und so weiter. Und als Nachspeise gibt es einen feinen Quark zusammen mit einem Erdbeer-Rhabarber-Kompott und frischer Minze. Ich habe mir überlegt, okay, alles Läufer, Laufblogger, alles irgendwo Freaks. Ich glaube, mit euch kann ich das machen. Heute gibt es also tatsächlich Udali mit Tsukumariki. Ganz genau, also wirklich so das einfach Kultessen von unseren ganzen Kenianern. Die kannst du ja wirklich fragen, was du willst, was ist deine Lieblingsspeise, da ist es halt Udali. Und da denken wir immer alle, das ist ja ein Riesengeheimnis und Huhu und Wahnsinn und keine Ahnung, macht einen also total schnell. Ist eigentlich ein ziemlich einfaches Gericht. Und wenn man das muss man nicht so viel schneiden. Genau, in Kenia genießt, dann wird man auch merken, dass das wirklich auch für unseren Geschmack gewöhnungsbedürftig schmeckt. Denn also viel mit Gewürzen und Ähnlichem ist in Kenia einfach nicht. Ja, also gerade Ugali, eben, werdet ihr gleich sehen, ist letzten Endes nichts anderes als Maismehl mit Wasser. Da kommt also bewusst, nicht dass ihr euch gleich wundert, ja, ich warne euch schon mal ein bisschen vor, vielleicht esst ihr ein bisschen mehr von Lenis Gerichten. Da kommt kein Salz dran, ja, da kommt kein Pfeffer dran, kein gar nichts. Aber es war wirklich eben so, deswegen, das ist jetzt mal wirklich authentisch. Das erste Mal, dass ich in Kenia im Trainingslager war, gab es das wirklich jeden Tag. Fleisch gab es nur maximal zweimal die Woche und wenn dann irgendwie so kleine Stückchen von irgendeiner Kuh, die ihre besten Jahre wirklich schon hinter sich hatte. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich auch eines natürlichen Todes gestorben ist im hohen Alter. Aber so ist das halt in Kenia. Ne? Da gibt es wirklich eben halt, Geld für Fleisch ist nicht da. Und gerade Ugali, jeder hat so sein kleines Maisfeld irgendwie hinter der Tür und da wird eben der Mais angebaut, geerntet, selber gemahlen und dann damit halt wirklich jedes Essen zubereitet. Und dieses Tsukumariki ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin mal gespannt, ob wir da ähnliche Zutaten gekriegt haben oder ob wir ein bisschen so die Live-Version kriegen, die dann etwas besser schmeckt. Denn dieses Tsukumariki ist auch ja, so eine Art irgendwo zwischen Spinat und Salat, irgendwie sowas. Schmeckt aber je nachdem, wie es zubereitet ist, manchmal auch noch richtig bitter. Und dann kommen, werdet ihr gleich sehen, Zwiebeln, Tomaten rein. Und das war es letzten Endes auch schon. Das ist lecker. Also, Rezept. 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm körniger Frischkäse, 500 Gramm Joghurt 1,5. Dazu Agavendicksaft. Das ist ja eine frische Vanille, gibt es mit Vanilleschote oder auch ein Gläschen. Zusammenmischen, 1,2 Kilo, super Frühstück, aber es reicht vielleicht ein Viertel. 1,2 Kilo finde ich ist ein Viertel.